Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Druckhelden VIP-Talk hier im Stecher Business- und Tagungszentrum nach der bitteren 0:3 Heimniederlage gegen die Würzburger Kickers. Khaled Nara ist da zu meiner Rechten und Andi Hofmann. Aufmunternder Applaus, der tut gut, oder? Ja. Hallo? Okay, hört man mich, ja. Ja, schwierig heute. Ich glaube, eine ganz bittere Niederlage. Zwei Standardtore bekommen, einen Sonntagsschuss, wo reingeht. Und ja, lief vieles gegen uns heute. Und irgendwie sind wir nicht richtig. War ein unangenehmer Gegner zu bespielen. Aber ja, jetzt müssen wir den Mund abputzen und uns auf Dienstag konzentrieren. Das, was euch in der Saison bislang so stark gemacht hat, das Chancen kreieren, ist euch heute sehr schwer gefallen. Warum? Ja, wie schon gesagt, weil der Gegner, denke ich, aus einer guten Kompaktheit agiert hatte, sehr diszipliniert gespielt hat, das wussten wir auch. Haben uns schwer getan, heute Chancen zu erspielen. Jetzt geht es am Dienstag weiter. Ist das das Gute, der Vorteil an der englischen Woche, dass man solche Ergebnisse gleich vergessen machen kann? Ja, unbedingt. Ich glaube, wie gesagt, wir müssen es schnell aus den Köpfen kriegen, das Spiel heute. Ab morgen gilt der Fokus nur noch auf Nürnberg und da freuen wir uns drauf. Khaled, wie fällt dein Fazit zum Spiel heute aus, nach dieser bitteren 0:3 Niederlage? Ja, also hallo erstmal von mir. Ich kann mich eigentlich nur den Worten von Zotze anschließen. Also heute eine sehr, sehr bittere Niederlage. Wenn man den Spielverlauf sieht, also wir haben zwei dumme Standard-Gegentore bekommen, wo der die beiden Tore ganz alleine steht. Ja, und dann ein Sonntagsschuss, also sehr, sehr bittere Niederlage auf jeden Fall. Wie geht es dir persönlich in Fürth? Bist ja einer der Neuen. Man hat das Gefühl, du hast dich hier sehr gut eingefunden. Kommst du in der Mannschaft sehr gut zurecht? Täuscht der Eindruck? Nee, also ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Ich wurde sehr, sehr gut, also die Mitspieler haben mir das sehr, sehr leicht gemacht. Ich fühle mich hier also sehr wohl. Ich bin sehr zufrieden hier in Fürth. Das ist schön zu hören. Was mich beruhigt, bei unserem VIP-Tipp gab es keinen richtigen Tipp. Also niemand hat auf ein 0:3 gesetzt. Es geht ja eigentlich immer um einen 100-Euro-Gutschein für den Hummel-Online-Shop. Den gibt es dann an diesem Spieltag nicht. Aber beim nächsten Heimspiel, das findet statt am kommenden Freitag, genau heute in einer Woche, dann geht es gegen Sandhausen. Vorher noch ein nicht ganz unbedeutendes Auswärtsspiel am Dienstag um 17.30 Uhr, dann beim 1. FC Nürnberg. Wir sehen uns am kommenden Freitag wieder. Ihnen noch einen schönen Abend, schönes Wochenende. Und wer Autogramme möchte, bitte sehr gern hier vorne vorbeikommen. Die Jungs nehmen sich noch ein bisschen Zeit. Vielen Dank.